Hafte ich als Webseitenbetreiber auch dann schon für geklaute Fotos, wenn ich nur darauf verlinke? Das Landgericht Hamburg meint ja und manche meinen, dass es damit das Internet kaputt gemacht hat. Warum das so ist, möchte ich Ihnen gleich kurz erläutern. Mein Name ist Jonas Karl, ich bin Rechtsanwalt im Urheber- und Medienrecht bei Spirit Legal. Im vergangenen Sommer hat eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für viel Aufsehen bei uns Juristen und auch bei Fotografen gesorgt, weil der Europäische Gerichtshof erstmals gesagt hat, dass auch eine Verlinkung eine Urheberrechtsverletzung sein kann. Und dann hat Ende des Jahres das Landgericht Hamburg als erstes deutsches Gericht diese Rechtsprechung bestätigt und hat einige Details dazu aufgeführt. Zum Beispiel hat das Landgericht Hamburg gesagt, dass diese Haftung dann greift, wenn die Website mit einer Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird. Und bei dieser Gewinnerzielungsabsicht wird nicht auf den konkreten Link abgestellt, sondern auf die Webseite im Ganzen. Das heißt, dass ich schon als Hobbyblogger dann entsprechend verschärft hafte, wenn ich nur einen Werbebanner auf meiner Internetseite habe und allein mit diesem Geld verdiene. Und als zweites hat das Landgericht Hamburg ausgeführt, wie ich dieser Haftung entgehen kann, nämlich indem ich vorab, vor der Verlinkung, prüfe, ob auf der Zielseite geklaute Fotos sind oder ob der Seiteninhaber die Nutzungsrechte für alle Fotos eingeräumt hat. Nur wenn das der Fall ist, darf ich verlinken, ohne mir weitere Gedanken machen zu müssen, in eine Haftungsfalle zu tappen. Unterm Strich kann man daher als Tipp eigentlich nur geben, dass man künftig entweder auf Verlinkungen verzichtet, versucht, den verrückten Prüfpflichten gerecht zu werden, oder aber, dass man einkalkuliert, dass immer, wenn man sich im Internet bewegt, es gewisse Haftungsrisiken gibt und mit der neuen Rechtsprechung ein weiteres Haftungsrisiko dazugekommen ist. Wenn Sie weitere Informationen zum Thema Linkhaftung haben möchten, können Sie unsere Website unter spiritlegal.com besuchen.